Hey Leute und willkommen zu einer neuen geilen Special-Folge von PES 19. Ich habe mir nämlich hier einen Special Stargast wieder an den Start geholt. Der Flo ist zu Gast bei mir. Hi. Tachchen. Wir haben leider keine Kamera, denn der Flo möchte das nicht, aber das kann ich komplett verstehen. Und deswegen nehmen wir hier quasi ohne Kamera auf. Aber ich habe gerade mein neues Mikrofon im Einsatz. Der Flo spricht gerade mit neuem Mikrofon. Hallo, hallo. Das klingt fast genauso gut wie meins. Ich bin so impressed. Und dadurch versteht ihr uns jetzt beide auch richtig gut. Wir haben vor, ein paar Sachen jetzt aufzunehmen, neben Rocket League auch noch ein paar kleine Special-Folgen zu machen. Wenn ihr jetzt hier schon zu Besuch bei mir ist, werden wir das auf jeden Fall ausnutzen. Wir haben schon mal eine PES-Folge gemacht, rechts oben beim i verlinkt. Das war noch damals zu der Demo, da war das Spiel noch nicht mal richtig draußen. Stimmt. Jetzt ist es richtig draußen. Du hast dir die deutsche Nationalmannschaft genommen. Da haben wir auch in der PES-Folge ein bisschen drüber geredet. Ja, könnt ihr auch gerne mal rechts in meinem Video vorbeischauen. Es lohnt sich wirklich. Das war verrückt. Ja. Einsame Spitze. dann würde ich sagen, nämlich auch einfach eine Nationalmannschaft. Nimm mal hier. Gegen wen haben wir verloren? Wann? In der WM. Warte gegen mal. Alle. Nee, warte mal. In Nordkorea war das doch, oder? Auch gegen Mexiko, ja, auch nee, gegen... Nimm mal Nordkorea, ist doch super. Nordkorea, bist du irre? Südkorea. Ja, ja, Südkorea war es, nicht Nordkorea. Ja, Nordkorea, haben die überhaupt eine Mannschaft? Keine ja, egal, wir spielen auf jeden Fall zwei Runden PES. Ich stelle nochmal kurz was ein. Wir haben auch die Tagesform beide auf, ganz nach oben, also wir können hier richtig reinballern. Der Flo ist aber kein Profi, also der hat eigentlich mit Fußball gar nichts am Hut. Nee. Deswegen wird das wahrscheinlich mies ausgehen. Aber wir machen es trotzdem einfach just for fun. Und ja, gerne eine Bewertung da lassen, wenn es euch gefällt. Ich würde sagen, wir starten rein. Let's go. Oui. Unter lauter Druck habe ich, das wollte ich euch nochmal kurz sagen, vergessen, den Kommentator auszustellen, ja. Also, wenn ihr gleich das Gameplay hört, also das Spiel seht, dann hört ihr uns und den Spielsound, aber leider auch den Kommentator. Denn den habe ich immer an, wenn ich mit meinem Vater zock oder privat zock. Und jetzt habe ich ihn vergessen auszustellen, weil ich eben länger nicht mehr PES aufgenommen habe. Und erst danach wieder PES aufgenommen habe und ihn danach erst wieder ausgestellt habe. Tut mir leid, wird trotzdem geil. Das sind unsere Startaufstellungen. Ich würde sagen, wir starten mit denen auf jeden Fall rein. Flo's Mannschaft ist ein bisschen besser, ist ja logisch. Aber das kriegen wir trotzdem hin. Let's go. Let's go. Soll ich komplett ernst machen oder ganz entspannt? Also, das ist jetzt nicht so gut, wenn du so weitermachst. War das Müller? Ja. Oh nein. Das war doch gar nicht so schlimm. Ja, er hat ja auch keine Karte gegeben. Besser ist es. Das war in der 50. Sekunde. Also ich kann, also ich will schon gewinnen, also so auf du Spaß, gewinnen. Auf Spaß fühle ich jetzt nicht, aber ich kann es entspannter angehen oder richtig Krieg. Wie willst du es? Entspannter. Weil richtig tot, Krieg ja. Ist halt für mich einfach tot. Richtig Krieg machen wir dann im zweiten Spiel, okay? Jetzt. Und da setzen wir mal den Schuss ab. Abgewehrt wie eine Kanone, Alter. Da kommt doch der Angriff. Oh, Neuer, was Kanone. Ein Tier. Ey, freu mich nicht. Nein, du bist selber hingefahren. Ja. Guck mal, wie viel Ballbesitz du einfach hast. Ist aber nur du am Ball. Aber wenn ich doch. Ich spiele nur viel besser. Wenn ich doch an der Ecke bin, ne? Abseits. Schon wieder ihr dummen der Spieler. Der kam von ganz hinten. Beschwer ich was wolltest du gerade? Alter, ich bin so dumm. Ich habe schon ungefähr den 20. Fehlpass gespielt. Bei FIFA. Nein, hier, jetzt wenn ich Ecke bin, dann soll ich doch eigentlich flanken, oder? Ja, kannst du. Wenn du so weit außen bist, ja. Außer du willst reindribbeln wie Arjen Robben. Oh, das hat wehgetan. Da gibt es nur Vorteil und ich stehe direkt wieder auf und nutze den Vorteil hoffentlich aus. Komm, der Koreaner setzt sich durch. Ja, die sind langsam. Nein. Oh, abgewehrt wie ein... Wenn du da an der Ecke stehst, dann... Das war nicht so entspannt, Alter. Jetzt. Er gibt was Freistoß, ich bin hier ein bisschen hart reingegangen von hinten. Oh, war das ein... Kackhaufen. Komm. Ah, der war nicht so präzise, aber er kickt ihn. Ein sehr guter Lauf. Oh nein. Oh, Neuer, was ist denn mit dem Typen? Einfach zu gut für die Welt. Das Ding ist, meine Mannschaft ist so tausendmal schlechter als deine. Ja, ich bin ja auch tausendmal schlechter als du, ja, das gleicht weiß, sich aber aus. Aber deswegen kann ich Neuer nicht so einfach... Ja, das ist ja mein Vorteil. Steh auf, du... Hey! Oh mein Gott, was ist denn das für einer? Dann gibt's nicht mal irgendwie Foul oder so.
Hä, warum auch? Ja, weil er liegen geblieben. Ich hab nicht gefoult. Uiuiui. Uiuiui. Nein! Uiuiui. Ah! Jetzt hat er ihn. Oh, komm nach vorne. Nein, 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 nein. Nein! Oh! Ja, du Blöder. Geht's weg. Ich hab nichts gegen Asiaten. Jetzt try hatte der richtig. Mann, die nächste Möglichkeit wieder liegen. Warum springst du denn hoch? Oh, das gibt's nicht. Die vergeben die Chancen, diese Affen. Müller ist einfach eine einzig wahre Kanone. Ist der gerade einfach... Ja, das finde ich gut. Hä? Was war das gerade für ein Schlaganfall von dem? Krieg falsch aus. Komm, gelb. Ich verstehe nicht, was passiert. Du hast, ja, du hast mir, du bist am Wald vorbeigelaufen, dann habe ich ihn genommen, du hast mich gefoult. Und dann hat er Vorteil gegeben, ja. Ich habe ihn in die Mitte gespielt, dann hast du mir abgenommen, Vorteil abgelaufen, gelbe Karte. Junge, du hast dich gar nicht schlecht geschlagen. Auch wenn ich jetzt zum Ende hin nochmal drei krasse Chancen hatte. 9 zu 6. Hä, als ob du hast zwei Schüsse, zwei aufs Tor. Weniger Ballbesitz. Du hast viel mehr Pässe als ich. 88. Davon 69 angekommen. Ich habe 54, nur 39 angekommen. Schwierige Situation. Zweite Halbzeit. Weiter geht's. Jetzt stürmt er vor, Hummels. Hummels am Ball. Ignoriert Junge, als ob ignoriert den Gegenspieler. Passt dann am Reus. Reus rennt. Er gibt Freistoß. Sprintet er mit dem Ball nach vorne. So Tricks kann ich halt nicht. Ah, Mann! Mann, die treffen das scheiß Tor nicht. Also zumindest ist immer neuer da. Theoretisch würden die das Tor treffen. Ja, theoretisch medisch, Alter. Er springt hoch. Oh! Komm, ja. Schibi! Oh mein Gott! Schieb ihn doch rein! Oh nein, ja. Oh nein, das war ein fataler Fehler. Der Aihoitong. Ja. Ja, der da ist es. Tong, Alter. Vielleicht doch keine Verlängerung, außer du machst es jetzt noch. Ja. Dieser Ach, Jubel. Scheiße, Alter. Sind halt die. Wahrscheinlich sind das Südkoreaner, Junge. Schon alle aus. Ja, ich sag ja, die sind nicht echt lizenziert, wahrscheinlich. Deswegen auch keine Bilder drin. Der Pass hier, oh. Und dann war ich allein durch. Und der in der Mitte war noch cooler. Das war ein kompletter Fehler. Zack. Junge, warte, du nimmst ihn den Ball weg und er ist erstmal für eine halbe Stunde gelähmt, oder? Als ob du das abfallst! Sonst gibt er immer Vorteil! Eigentlich muss er rot geben, aber nein, der hat schon gelb. Ach, ja. Oi. Das wäre ein hundertprozentiges Tor. Es war noch einer in der Mitte und ich war alleine. Warum pfeift er das? Warum fault ein Hummels? Er pfeift, weil du sonst keine Rot kriegen kannst, glaube ich. Aber es ist lächerlich, ist es. Ja! Mann! Nur so kann ich neue aushebeln in diesem Spiel, indem ich kurz vorher nochmal abpasse. Beim 1-0 war es nämlich ähnlich. Nur dass dieser Pass. Kaum stelle ich vor, ne, bekommst du den Ball wieder. Da war das Tor wieder leer. 2-0, jetzt ist der Sack zu. Knappe Spieler trotzdem. Du hast echt, also ich, ohne Spaß. Es war nicht so easy, wie ich gedacht hätte. So, das sind unsere Teams. Wir spielen Lazio Rom gegen Juventus. Der Flo ist Juventus Turin. Ich habe ihm das Team jetzt ein bisschen so eingestellt, dass es gut ist, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne wahrscheinlich wie er. Und ich habe einfach Lazio Rom genommen. Das wird schon so passen. Da kenne ich mich nicht so gut aus, aber ja, sieht ganz gut aus. Passt schon. Die Luft ohne Ende. Oh. Alter, jetzt gehst du aber gleich ran an den Speck, Junge. Ja, hoi, hoi, hoi. War das denn... Er drückt einfach weg. Oh nein, und schon Ecke und das heißt. Musst du durchlaufen lassen für Thumbnails. Du willst sie ja jetzt machen, brauchst gute Bilder. Oh! Mann, die Eckbälle sind so gut, ich will mehr. Oh, jetzt der Konter, oh mein Gott. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi verkackt. Und ich verkackt's. Was hätte ich dann besser spielen können? Ich weiß es nicht. Mit Ronaldo ein bisschen laufen, nicht direkt abpassen. Ja, dann wärst du da auch wieder gekommen. Kann sein, aber man muss immer ein Stücken laufen. Ein Stücken, wenigstens. So wie ich jetzt. Ein Stücken und dann weggepasst. Mal wieder ein Stücken und dann weggepasst. Und dann weggeschossen. Und da ist er drin. Ist das ein schlechter Torwart? Ja, den ist halt nicht mehr neuer. Den hätte ich ja gehalten. Ein besserer Stürmer und zwar Immobile. Ja, der ist wirklich nicht schlecht. Ja, der war sogar in der Bundesliga bei Dortmund. Das ist krass. Der Immobile. Ja.
Was macht er daraus? Oder eine Flanke direkt. Oh! Wäre auch nicht schlecht. Gott. Kann ich denn so Bälle abwehren? Ja, du musst einfach in der Mitte anwählen und probieren rauszuköpfen. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Du passt ihn so in die Mitte, passt ihn dann nach vorne. Dann siehst du, dass da oben Platz ist. Kannst ihn dann schön rüberpassen. Und dann musst du jetzt, ungefähr jetzt flanken, weil die aus dem Rückraum kommen und dann den Kopfball. Oh. Genau so mache ich es jetzt. Und dann ganz knapp daneben. Ich wollte gar nicht zu dem passen, ich wollte zum anderen passen. Ich habe doch gelenkt. Ja, das ist mir vorhin auch passiert. Das war genau dasselbe. Ja, gut. Mann. Oh, das war. Also, das ist schon hart. Das war schon das hart. Das ist schon. Oh. Der war schon gelb. Ja, ciao. Ja, hey, Unterzahl. Das ist ein elfjähriger Schiedsrichter. Unterzahl für den Flo. Das ist auch immer genau mit dem Foul, der schon gelb hat. Wie voll mit Hummels. Jetzt einfach mit allen anderen faulen können. Der Hummel war's ja, der war ja auch draußen, oder? Ja, aber ganz am Ende dann halt. Und keinen Spieler. Junge, Alter, das, eigentlich ist es rot, wenn ich den Torwart so mies hau. Hast du gerade meinen Torwart gebrochen? Ja, ich dachte, ich kann den so den Ball weg ins Tor grätschen. Weil du bist da so komisch gelaufen, wenn ich den Ball erwischt hätte ins Tor, das wäre krass. Ja. So habe ich den voll am Fuß erwischt, das war gar nicht geil. Du Baron. Du hast einen Mann weniger, wenn du jetzt ein Tor machst, bist du so mein Vorbild. Wohin rennt der schon wieder? Ah, okay, wo ist der Ball? Ich habe ihn in der Hand. Ich dachte gerade, er wäre einfach weg, ey. Er ist einfach weg. Junge! Ich will kein Tor mehr bekommen, da kenne ich nichts. Ja, aber du könntest auch eins machen, das wäre super. Also für mich die Challenge, ein Tor machen und du willst keins mehr bekommen. Werde ich eins machen in den knapp 30 Spielminuten oder nicht? Nein, ich stelle auf volle Verteidigung. Kannst du machen, dann stelle ich auf vollen Angriff. Dann kannst du krass kontern und dann auch noch zu deinem Tor kommen. Das klingt auch nach einem Plan. Die Gasse zu finden. Wenn du mir jetzt reinpasst, dann kann ich ein Tor machen. Renn! Junge, wie schnell ist einer denn? Nein, er hat in dem Moment weggepasst. Dafür nein, krieg ich jetzt nimm Geld. Den Ball! Nein, nimm doch ja, den Ball! Aber so hast du vielleicht echt eine krasse Chance mit meinem... Du voll auf Defensiv und ich offensiv. Da kannst du kontern, wie gerade eben. Und jetzt ist der Deck der nächste Konter, das gibt's noch nicht. Den hau ich jetzt um. Du spast. War sogar noch Vorteil. Dann habe ich ihn weggekickt. Immerhin habe ich keine rote bis jetzt, ne? Also. Ich habe nur irgendwie 10 gelbe. Ja. Warte, kann ich mal kurz gucken, wie viele ich habe? 1, 2, 3, 4. Ne, 3 nur. Oh, gar kein Problem, mach das Kreis. Meine Verteidigung ist weg. Oh nein. Ich habe mich ja wegen verklickt. Jo, habe ich gemerkt. Ah, scheiße. Das wäre meine Chance gewesen. Ich muss das. Mann, hat der Vertrauen mit einem Schuss. Direkt reintreten, genau. Wenn ich die jetzt im Ball klau, habe ich gewonnen, ey. Ja, warum machst du es denn nicht? Ja, weil ich kacke bin. Nein. Jetzt kannst du das nicht mehr gewinnen. Ich habe volle Verteidigung. Ja, komm ich trotzdem. Nein. Hör auf. Ja, ich hab guck, oh Junge, du lebst ja richtig am Limit, oh. Alter. Anstatt dass er mal vorhauen oder so. Erstmal zum Torwart passen. Ganz entspannt noch 10 Pässe machen. Oh, ich hab, Junge, ich gelegt. 11 Meter. Nein. Das ist die beste Chance auf mein Tor. Come on! Come on! Nein! Oh. Er will echt kein Tor mehr kriegen! Gehalten haben er will echt kein Tor wenn mehr kriegen! Wenn ich verliere, dann mit Würde! Wahrscheinlich machst du jetzt noch ein 1-1, das kann tatsächlich passieren. Hä? Haben die sich gerade geküsst oder was ist da passiert? Oh nein. Alter, das war meine. Oh. Das mach ich immer, warum machst du das? Oh, hätte es noch ein bisschen gehen können, aber das war echt übrigens gefährlich. Junge, Junge, Junge. Hier den Doppelpass, wie ich immer. Eigentlich müsste ich dich jetzt faulen, wenn ich keins kassieren will, aber. Das war so schlecht, das war wirklich. Der Schuss war echt sauscheiße. Ja, ich weiß nicht, was soll ich denn da drücken? Ja, hau drauf. Ja, nicht so ein Laschi-Schuss.
ja, nicht zu artig, aber schon ein bisschen Lafka geben, so ein bisschen. Ich hab so viele Chancen und hau alle in den Biomüll. Und jetzt mach ich. Oh, oh Junge, besser ist es für ihn. Ecke, och, Ecke. Nein, komm, 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 komm. Aber ich will das 2-0 und den Sack zumachen dadurch. Nein, den machst du hier ganz sicher nicht. Oh, oh Mann, kurz, Immobile! Kurzer Ecke, Ecke! Nein! Boah, war die schlecht. Mein Torwart ist auch draußen. Nein! Oh nee! Das Ding kommt flach. Ah, alle gehen vorbei. Okay, das war's. Du hast es geschafft, kein Tor mehr kassiert, aber auch keins gemacht. Siebte Minute, einfach das 1-0. War nochmal spannend. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst mir euch sagen, wenn es euch gefallen hat. 14 Schüsse, du hast 12. 6 aufs Tor, 9 aufs Tor. Also war gar nicht so schlecht, die deine heutige Leistung. Mal gucken, ob wir nochmal was zu PES machen. Auf jeden Fall nehmen wir noch ein paar andere Sachen jetzt auf. Haut euch rein, bis dahin. Und ciao, ciao. Tschüss.